Ihr wolltet Wein. Ich warte. Dachte mir gleich, dass ihr ein Prahlhans seid. Ich bin bald soweit. Keinen Schritt weiter. Ich kauf billiges Pulver. Das ist ja doch nicht der Spieler. Unsinn. Es geht doch nichts über Raubüberfälle. Raubüberfälle. Polier euch die Fresse. Man verprügelt einen Kerl und nimmt sich, was man verkauft. So, der Spieler ist dann scheinbar doch nicht da. Oder war der hier irgendwo? Geiger? Nö. Aber hier stand doch... Hier ist er. Willkommen, Reisender. Ich habe gehört, ihr kauft Schmuck. Und wenn es so wäre? Sagt mir, wer für Salamanderabzeichen bezahlt. Oder eure eigene Mutter erkennt euch nicht wieder. Haut ab. Oh, Mann, Mann, Mann. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Oh. Auf bald. Haut ab, haut Wieso ab. So denn? Haut ab, haut ab. Haut ab. Oh Mann. Lade ich eben nochmal neu her. Gut, dass ich gespeichert habe. Jetzt habe ich zwar die Quest vom Konrad hier nicht mehr. Wieso lädt der denn nicht? Ah, okay, jetzt geht's. Ja, jetzt habe ich die Quest vom Konrad zwar nicht mehr hier mit dem Wein, aber. Puh, egal. Sowieso eine Nebenquest. Und nicht ganz so wichtig. So. Sagt mich! Wo ist der Typ jetzt da? Willkommen. Ich habe gehört, ihr kauft Schmuck. Und wenn es. Ja, ja, das kennen wir schon. So. 100 Orans. Sagt mir, wer für Salamanderabzeichen bezahlt. Haut ab! Oh Mann. Haut ab! Dieser Ort stinkt. Puh. Müsst ihr jetzt einen mit dem Trinken, oder was? Haut ab. Oh, ouch. Geh ich halt wieder schlafen hier. Verdammt. Sind Zimmer 5 Uhr. Diesmal schlafe ich bis mittags dann. Vielleicht ist dann der Spieler mal da. Wo sind wir denn gerade? Hier sind wir. So, bis Mittag meditieren. Das dauert zwar jetzt saulang, aber egal. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. So. Hoffe ich mal, dass diesmal der Spieler da ist. Schlag mich! Und hier schon wieder Backfleisch und Coleman. Der Schank wird soweit. Ach! Vergeude meine Zeit. Schön, schön, schön. Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen. Von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. So, aber spielen will ich auch noch. Ey, so. Ich halte... Ja, ja. Auf geht's. Gut. Ich setze mal wieder nur ein bisschen, weil ich hier... Jo, keine Ahnung. Letztes Mal habe ich ja verloren. Joa. Der hat nichts. Oder? Zwei Paare. Shit. Gut, also. Dann würfel ich mit dem Zeug hier nochmal. Hoffentlich noch eine 4. Komm. Jawohl, noch eine 4. Sehr schön. Ein Drilling habe ich. Und er würfelt mit irgendeinem Mist. Ja, gewonnen. Das erste Mal gewonnen. Und wieder würfeln. Oh, 2-1 und das war's. Ah ne, 2-1 und 2-6er. Oh, der hat das gleiche. Erhöhe ich hier mal. Und werfe mit der 5 neu. Hoffen wir jetzt auf ein Full House. Glaube ich, trage kaum, dass das. Oh, sehr stark, Full House. Tja, würde mal sagen, das Ding habe ich im Sack. Ja. Mal wieder gewonnen, sehr schön. Hehe. Loser. So, was haben wir hier noch? Irgendeinen doofen Trommler. Irgendwas brauche ich denn jetzt überhaupt noch hier in dem Haus?
Bum, bum. Da muss ich auch anders hin. Okay. Ich muss jetzt nur noch mit dem Sendeboten sprechen, das heißt, ich muss wieder bis abends. Verdammt! Schon schlafen. Sind Zimmer? 5 Euro. Ja, 5 Euro, ich weiß. Gut. Ich hoffe mal, dass ich, wenn ich mit dem Typ was trinke, mit dem, wie heißt er? Mit dem Sendebote, dass es dann klappt. Wenn nicht, geht's ja gar nicht eigentlich. Dann kann ich gar nichts mit dem machen. Hier wieder Backfisch, Coleman, so. Da ist der Schankwirt und hier ist der Sendebote. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Huch, jetzt geht mehr. Ich will ein Abzeichen. Ich will ein Abzeichen verkaufen. 10er pro Stück. Abgemacht. Was wollt ihr? Okay, Trinkt ihr was mit mir? Na klar. Shit, habe ich überhaupt Bier? Okay. Ich hab gar kein Bier mehr. Ah doch, hier habe ich eins. Sehr schön. Jetzt habe ich eben das ganze Bier verkauft, so Mist. So, hier habe ich noch was. Ziegenmilch. Höher. Nicht so toll. Dafür was ja auch. Ich komm, hier noch ein Bier. Und noch eins. Und noch eins. So, jetzt bin ich nachher total besoffen. Was habe ich hier? Kann man auch mal trinken. Ja, jetzt verschwindet mein Gesicht, ja? Jetzt bin ich schon besoffen. So, und einer geht noch hier Kuhmilch. Nee. Was haben wir noch? Waldkauz. Weiße Möwe. Unbekannter Trank. Nee, unbekannter Trank ist nie so gut. Ist auch nix. Auch nix. Komm, einer geht noch. So. Ach, sehr gut, jetzt ist sogar rum. Ah, ich habe genug. Ich suche Arbeit. Wisst ihr, wer mir da helfen könnte? Ich arbeite für Leuwarden, einen steinreichen Kaufmann. Der hat viel Arbeit zu vergeben. Danke, ihr wart mir eine große Hilfe. Meinen Freunden helfe ich immer gern. Sagt mir, wer für Salamat... Haut ab! Ja. Ich kauf billiges Pulver, zieh mir Kunden und werde reich. So, Unsinn. Aber jetzt weiß ich, was mit dem komischen Leuwarden da sprechen muss. Auch bevor ich das mache, verprügelt einen Kerl und geh ich hier mal meinen Rausch ausblasen. Wow. So, Frankfurt, Guckucks. Sind Zimmer frei? 5 Euro. Ja, 5 Orange, so. Schön den Rausch ausschlafen jetzt bis morgens, dann ist mir jetzt auch hell, wenn ich jetzt aus der Kneipe herausgehe. Und der Gerald torkelt nicht mehr so darum. Gut. Ich poliere euch die Fresse. Oh, diesmal sitzt der Backfisch und der Coleman gar nicht hier. Aber egal. Jetzt geht's mal wieder raus. Raus an die frische Luft. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich mache mal eine Nebenquest hier. Ich habe ja die eine Nebenquest mit diesem Spukhaus da von Coleman. Habe ich die ja bekommen? Ich glaube, die mache ich jetzt auch mal gerade. Komm, ich speichere mal schneller hier. Bam, bam, bam. So. Wo ist das? Das war doch... War das das? Nee. Ratte, das war's. Ich muss zum Spukhaus gehen und sehen, ob es eine echte Bedrohung gibt. Wenn ja, muss ich mich darum kümmern. Dann mache ich das doch mal. Das ist noch schön weit. Hier das Elendsviertel von Lusima. Oh, komm, da gehen wir mal hin. Wollt ihr euch ein wenig entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig? Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Plaudern wir.
Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne, süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben. Versucht doch, sie...